Whoa! The signature co- What the f- Okay. Planänderung. Hallo, ich hätte gerne mal eine, die, ich hätte gerne den Signature Collections Classic. Mit Rindfleisch oder mit Rindfleisch? Mit Rindfleisch. Ja, dann kommt es bitte Cola. Eine große Cola Light mit Eiswürfel, bitte. Ja, das alles? Das war's, ja. Und den Pommes mit Ketchup, ja? Ja. Okay, danke. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Alright. Dankeschön. Ciao. Wir haben unser Essen. Jetzt suchen wir uns einen Parkplatz und dann schauen wir, was er kann. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Stay Hungry Fast Food Review. Mein Name ist Matthias und hier gibt's YouTubes beste Food Reviews. Ich bin heute für euch bei McDonald's in Aurach. Und es ist alles anders gekommen, als ich es eigentlich geplant hatte. Ich habe mir gedacht, ich mache für euch heute ein Video bei McDonald's. Was ich machen wollte, verrate ich euch nicht. Das ist nämlich geheim. Dann fahre ich zum Drive-In und BAM! Was sehe ich? McDonald's hat einen neuen Burger. Beziehungsweise drei, beziehungsweise sechs neue Burger. Die Signature Collection von McDonald's. Ich blende sie euch mal hier ein. Die gibt es einmal mit Beef und dann aber auch mit Chicken. Fuck, das musst du ausprobieren. Schauen wir, was in der Tüte ist. Servietten. Pommes. Schöne schwarze, also das schaut richtig abgefahren aus. Pommes. Ja. Ketchup. Burger. Ich bin echt saumäßig gespannt. Ich zeig's euch. Das ist der Signature Classic Beef von McDonald's. Mein lieber Scholli, ist das ein wunderschöner Burger. Ich kann es kaum glauben, dass das ein McDonald's-Burger sein soll. Schaut euch das an. Das ist das Brioche-Bun. Wow, schaut euch das an, wie weich das ist. Und diese, in den USA sagen sie Reflection-Bun, weil man hier ja praktisch wie ein Spiegel so Reflektionen eben sieht, wenn das Licht drauf fällt. Es ist unglaublich. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was drauf ist. Wir haben natürlich unser Brioche-Bun. Dann haben wir hier eine Spezial-Senfsoße, ein 150 Gramm Patty. Mann, der schaut richtig geil aus. Dann kommt Salz, wow! Salz, Pfeffer, Bacon, Cheddar-Käse. Eine rote Zwiebel, Salat und Ketchup. Und unten dann natürlich nochmal das Brioche-Bun. Dann hauen wir mal rein. Boah, das riecht unglaublich geil nach Beef. Oh Mann. Das ist echt scheiß Wetter heute. Aber das Teil macht den Tag wirklich. Das rettet den Tag. Erster Bissen. Die volle Ladung. Fleisch. Der Cheddar ist ewig geil. Die Senfsoße ist so ein bisschen scharf. Das Ketchup unten kommt jetzt im Moment noch gar nicht rum. Der Bacon ist richtig gut und ich muss einfach nochmal reinbeißen. Hm. Bissen Nummer 2. Der Hammer. Kommen wir zur Bewertung. Der Signature Classic Beef von McDonald's bekommt von mir 4 Bärte. 1, 2, 3, 4. Dieser Burger ist der absolute Oberhammer. Mhm. Das ist ein leckerer Burger. Das Fleisch war richtig schön saftig. Die
Zwiebeln dazu, die Senfsoße, der Cheddar-Käse, echter Cheddar-Käse, das Ketchup, der Salat und dann dieser unfassbar geile Bun. Unglaublich. Das ist meiner Meinung nach der beste Burger, den ich bei McDonald's gegessen habe. So far. Auch von der Präsentation hat er ausgeschaut wie auf dem Bild. Also so ähnlich. Fast so ähnlich. Also ziemlich nah dran auf jeden Fall. Kommen wir zur Preis-Leistung. Also was kann er und was kostet er? Da ist nämlich dann der Haken. Ich habe jetzt für das Menü, also den Burger, einen Pommes und ein Getränk, 8,19 Euro bezahlt. Es ist eine Hausnummer, aber ich hätte dir fast dazu zu sagen, ich bezahle es gern. Aber es ist dann vielleicht wieder doch ein bisschen zu teuer. Schreibt doch mal in die Kommentare unten, ob ihr 8,19 Euro für das ganze Menü in Ordnung findet. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, teilt es allen euren Freunden mit. Ihr findet mich natürlich auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal bis dann mal. Stay hungry. Wozu? Schnall dich an, du fette Sau. Was macht der da vorne? Ja, unterhalte dich mal. Oh.